kept me safe and sound at night. Hush, hi, because you wake up in my arms. Hey, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, da der erste Teil von Ich reagiere auf euren Gesang mega gut ankam, er hatte 3000 Likes und unter 100 Dislikes, mega cool, erstmal danke für euren Support, habe ich mir gedacht, werde ich einen zweiten Teil davon machen, denn viele haben sich's gewünscht und ich habe auch wieder Bock darauf. Genau, deswegen kommt heute ein zweiter Teil von Ich reagiere auf euren Gesang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen und ja, let's go! Nothing to lose, fire you away, ricochet, you take your... Ich fand es mega cute, ich habe jetzt nicht weiter gehört, weil ich habe ja schon den ersten Step gehört und ich fand es echt mega gut, also mach auf jeden Fall weiter mit singen. Ich bin ehrlich, ich fand es jetzt nicht ganz gut, aber es war natürlich auch nicht schlecht. Man muss halt einfach nur ein bisschen üben und ich finde, I am the one, deine Stimme hat so irgendwie so ein etwas Rauchiges in sich. Ich denke, ein anderes Lied würde auf jeden Fall sehr gut zu dieser Stimme passen. Stop, don't talk to me, I'm loser, Lima, wanna be like, oh, Tali, to Tali. Du hast geschrieben, das ist nicht das Beste. Ich fand es eigentlich ganz okay. Yeah. Bin fast erwachsen, noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr. Irgendwas. Ja. Ich mache einen zweiten Teil von Ich reagiere auf den Gesang. Déjà-vu, alles schon mal gehört, alles schon mal gesehen, wie ein Déjà-vu, wie du Lügen verbreitest, Geschichten erzählst, wie ein Déjà-vu habe ich im letzten Video auch schon gehört, fand ich, na, ich weiß nicht, also ich bin gerade am Überlegen so zwischen ganz okay oder okay, what the fuck, ja, also ich fand es eigentlich ganz okay. Wenn ich dich mit diesem Fehler verloren hab, ich weiß, ich bin dein bester Mann, doch so viele schief gegangen. Hä, das geht doch eigentlich voll. Ich fand, als du angefangen hast, so, ich weiß, ich bin, what the fuck, da fand ich eigentlich ganz gut, also, du hättest ein bisschen weiter singen sollen und dann wäre das vielleicht schon was ganz, ganz Cooles geworden. Took me and turn out the light, kept me safe and sound at night, little girls a pin. Things like that. Brushed my teeth and cut my hair. Had to drive. Oh mein Gott! Was war das für eine geile Stimme? Was? Ich fand's echt mega gut. Oh mein Gott! Egal was kommt, es wird gut. Sowieso. Leute, das Lied mussten wir in der Schule singen. Ja, aber ich fand's okay. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18. Keine Ahnung, aber wenn ich euch singen höre, ich höre, ich bekomme einfach ein Grinsen in meinem Gesicht. Ich find's einfach so schön, wenn ihr euch überhaupt traut, mir was vorzusingen. Alter, mega gut war das. Ich fand's echt mega cute. Ich wollte nie, dass uns das passiert. Auf dem Weg zu unserem Glück haben wir uns verirrt. Du hast geschrieben, dass du weißt, dass du nicht ganz gut singen kannst. Ich weiß nicht, also gut fand ich's jetzt nicht, aber ich fand's auch nicht schlecht. Ich würde einfach mal sagen, mach weiter und Alter, wenn dir das wirklich Spaß macht zu singen, dann wird das auf jeden Fall noch richtig Bombe. Wobei ich der Letzte bin, der sagen kann, dass es schlecht war, weil ich kann absolut null singen. Ich versuche einfach so ein bisschen zu bewerten, so meine Meinung dazu zu sagen, wie ich es fand. Ich tue das jetzt nicht irgendwie so analysieren, ob das jetzt irgendwie so der Ton zu hoch oder zu niedrig war, weil darüber habe ich echt absolut keine Ahnung. Ich sage einfach, wie ich es fand, Leute. Nein, das bist du nicht. Das kannst du nicht sein, oder warst du das wirklich? Oha, wenn das wirklich warst, dann war das mega gut. Aber das klang so, als wäre das die Originalstimme gewesen.
Oder? Klang das wie die... Keine Ahnung, Leute, was sagt ihr? Denkt ihr, das war fake oder nicht fake? Ich kann es gerade irgendwie gar nicht beurteilen. Ich fand es echt gut, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich sie war oder ob das jetzt fake war. Dieser Blick. Oha, was? Guck mal, erst so... Und dann sie guckt so an. Filmt sie? Und dann weiter. Hey, Alter, das war mega gut, ne? Ohne Scheiß. You make out a whole lot of history. So we bring against him like the world has ever seen. Da schon kannst du mich grüßen, heißt Manuel. Ich grüße dich, Manuel, und ich fand das mega gut. We claw each other with them, we jump. Now asking why. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Hä, das war voll gut, oder Leute? Also ich fand's echt cool. Ich verstehe dich kaum. Ich hab dich kaum verstanden, tut mir leid. Mach das nie wieder! Mein Handy ist gerade einfach runtergeflogen. Warte mal, hat das einen Riss? Ja, okay, den Riss hatte er schon vorher. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Oha. Can you see it? Yeah. We're playing with up tonight. Was? About the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the pride. Oh, ich mag dieses Lächeln von ihr und ich fand das mega gut, wie sie gesungen hat. Oha, was? 1, 2, 3. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. But I don't care if you can hurry up. I really can't see you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you. Alter, ich fand's mega gut. Und am Anfang erstmal so 1, 2, 3 und dann. Ich fand's echt ganz gut eigentlich. Also, ich weiß nicht, ich fand's jetzt nicht schlecht. Es tut mir doch so leid, wenn ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Okay, da stand mal wieder, dass du nicht singen kannst. Ich glaube, jeder Mensch kann singen. So, jeder kann auf seine eigene Art mit seiner eigenen Stimme singen. Muss man schon sagen. Also, ich fand es ganz gut eigentlich. Also, wie gesagt, ihr müsst halt immer so das Lied, was zu euch passt. So. Ihr müsst immer das Lied finden, was zu eurer Stimme passt. Und dann klingt das generell schon echt gut. Ups, sorry, Bro. Okay. Warum habe ich mich gerade bei meinem Schrank entschuldigt? Alter, bin ich dumm? Wir haben geweint und wir haben gelacht. Niemand glaubt, sondern einfach nur. Ich weiß nicht, was du daran schlecht fandest. Also, ich fand's ganz cool. Das Ding ist mal wieder, ich bin derjenige, der so absolut gar nicht bewerten kann. Und ich kann es mir eigentlich gar nicht erlauben zu bewerten, denn ich bin jemand, der so absolut null singen kann. Und mal wieder wird es deswegen einen sehr geschmackvollen Song für euch geben. Und ja, ich werde versuchen, ernst zu singen. Warum tue ich das? Letztes Mal habe ich etwas Popartiges gesungen. Diesmal habe ich mir gedacht, werde ich versuchen zu rappen. Und zwar meinen eigenen Song, den ich in 5 Minuten geschrieben habe. Du nennst mich like guy? Okay. Du bist eigentlich neidisch hier, weil bei mir gerade mies läuft. Schau mein Profil an und denkst, warum habe ich nicht so viele Follower? Ich sag dir den Grund, du suchst alle nach Fehlern, schreib bei YouTube einen Hate, damit du gleich auf meinen Kopf kommst. Kommst. Yeah. Warum? Warum tue ich es jedes Mal in meinen Videos? Fremdschämen pur! Leute, das war dieser Emoji, den ich mir eigentlich selber holen kann. Man, what the fuck? Okay, aber damit würde ich sagen, das war eigentlich auch schon ein ganz, ganz guter Abschluss für dieses Video. Falls euch das Video gefallen hat und ihr einen dritten Teil davon sehen wollt, dann zeigt es mir doch gerne mit einer positiven Bewertung. Falls ihr auch mal bei so einem Video dabei sein wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram und Snapchat. Und das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Hello. 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 H